der Magier da oben, der ist nervig. Aber hey, was soll's. Pff. Nächster Versuch. Noch haben wir genug Menschlichkeit. Ich wünschte auch nur, wir hätten jemanden, den wir beschwören könnten. Okay. Versuchen wir Boogie Funk. Ich meine, mit Adele habe ich es schon fast hingekriegt gehabt. Oh, und der sieht auch gar nicht mal so schlecht aus mit dem Schwert und allem. Fleht er uns jetzt gerade irgendwie an? Oh, er ist schlau und er will die Route nehmen. Au. Oh. Das ist weniger gut, dass einer von ihnen hier unten gelandet ist. Oh, dass ich jetzt gestorben bin, ist nicht auch nicht gut. Vielleicht haben wir ja Glück und er meldet sich gleich nochmal. Freiwillig. Warten wir einfach mal kurz. Einen Moment. Das war nämlich jetzt nicht das, was ich eigentlich wollte. Wenn ich Pech habe, sehe ich ihn halt nicht wie... Doch. Nein, ich wollte das ändern eigentlich. Gut, bitten wir mal kurz um Verzeihung. Stehen auf und los geht's. Lassen ihn mal vorlaufen. Sehr schlau von ihm. Ah! Das klappt so nicht, egal was man macht. Versuchen wir es nochmal. Er kommt ja zum Glück nochmal wieder. Wie gesagt, da durchzukommen ist tricky. Sollte aber schaffbar sein. Das ist also eine Folge Koop mit Hindernissen. Aber ja, ich denke, das kriegen. Wenn er uns nochmal helfen sollte, dürften wir das jetzt dann dieses Mal hinkriegen. Wenn er nicht gleich wieder eine auf die Nase kriegt. Während ich warte, könnte ich übrigens meine Seelen da holen. Ah, nein.
So. Okay. Gut. So. So. Und ich komme nicht durch. Sorry, Kumpel, egal was ich mache, ich komme nicht durch. Nochmal versuchen. Das ist halt der sehr freundliche Eisenkorridor. Das Problem ist, er kriegt ja auch immer eins direkt auf die Ömmel. Ich glaube, ich versuche diesmal gleich den Hebel zu ziehen, wenn er losrennt. Sollte er nochmal kommen, natürlich. Weil jetzt dreimal hintereinander genau an derselben Stelle verrecken, ist auch nicht schön. Scheint aber fast so, als hätte er keinen Bock mehr. Weil, wie gesagt, es ist nicht leicht, das Gebiet. Eigentlich sind die DLCs allgemein nicht sehr einfach. Ich bin aber froh, wenn wir aus dem Eisenkönig DLC, also dem hier raus sind. Dazu müssten wir eigentlich nur... Na? Oh Gott, du bist ein Schatten. Du kannst mir beim Boss gar nicht helfen. Warum bist du ein Schatten? Okay. Wow, du bist ein starker Schatten. Der metzelt sich hier gerade durch, kann das sein? Au. Willst du dich immer gleich heilen? Nee, brauche ich nicht, er hat sich selber geheilt. So, weg mit dem. Ja, genau. Warum ich auch immer jetzt gerade was Ordentliches getrunken habe. Nee, Steuerung nicht spinnen. Steuerung spinnen schlecht.
Das war auch nicht gerade klug jetzt. Ah doch, er kann mir beim Boss helfen. Und er prügelt sogar ziemlich gut auf ihn ein. Au. Oh oh. Das war jetzt weniger schön. So, jetzt hat er sein Schwert gebufft. Der ist aber schon mal zur Hälfte tot. Au. Genau. Greif ihn an. Puh. Zum Glück hat der Havel ein Schild. Und zum Glück kann ich blocken. Boah, danke schön. Verbeugen. Ja, wir haben den Schmelzer-Dämon besiegt. Damit kehrt er in seine Welt zurück. Wir haben es geschafft. So, und wenn wir jetzt hier weitergehen. Ich will hier raus. Ja, will ich auch. Liegt hier noch ein Bonus für uns? Eine Pharos-Maske. Oh ja, Pharos. Maske im Stile vom Pharos Vorrichtung. Aus den Augen der Maske strömen Tränen, die ihren Träger durchnässen. Die meisten von Faust Kreationen verwirren vernunftbegabte Menschen und diese Maske ist keine Ausnahme. Oh ja, und wir haben ja auch noch so eine hässliche Maske. Schwarze Höhlenmagier-Kapuze. Von zur Höhle gewonnen Dwangleg-Magiern getragene Kapuze. Dwangleg-Magier trugen je nach ihrem Geschlecht unterschiedliche Kleidung. Der wahre Hintergrund ihrer Kleiderregeln ist, wie bei so vielen anderen alten Regeln, heute unbekannt. Eine Kapuze für Frauen. So, Aufzug. Nach oben. Hurra für Kontrolle. Gute Arbeit, deshalb gelobt sei die Sonne. Ja, wir sind nämlich wieder im Nebelturm. So, das war der Eisenkorridor. Reisen wir nach Hause. Ich habe nämlich jetzt fürs Erste genug vom Eisenkorridor. Ich will lieber jetzt mal aussteigen. So. Gut, wir können uns die zweite Schmelzer-Dämonenseele mal ansehen, auch wenn die wahrscheinlich dasselbe sagt wie die erste. Die Seele des Schmelzer-Dämonen, der in jenem Schloss haust, das in einen Eisentümpel versank. Der alte Eisenkönig verlor sein Leben an einen Eisenhaufen, dem eine Seele geschenkt worden war. Hatte es diesen Metallgoliath schon immer gegeben oder war er eine Schöpfung der königlichen Niedertracht? Jo. Zeug aussortieren.